Hallo alle zusammen. Ich habe gerade eben deinen Tag gesehen, also beziehungsweise nicht deinen, aber den du gerade beantwortet hast, liebe Ruby. Den Rund ums Leben Tag. Wie gesagt, gerade eben vor einer Minute habe ich ihn beendet. Und da ich gerade in meiner Filmdrehschleife bin, drehe ich den jetzt ab. Weil du mich getaggt hast, habe ich mich sehr darüber gefreut. Es ist mal was anderes, sehr persönlich, muss ich sagen. Ja, der 100-Fakten-Tag kommt auch noch. Ich bin noch beim Sammeln, sorry. Also, es wird auch einiges doppelt sein, aber ach, das werdet ihr dann merken. Ja, es sind 10 Fragen und die erste ist: Was bedeutet für dich Leben? Ja, also, Leben bedeutet für mich, unabhängig zu sein, frei zu sein. Ja, auch in gewisser Hinsicht finanziell unabhängig zu sein, also im finanziellen Sinne, nicht nur ne, geistig her, also vom charakteristischen eher her, so ne, alleine alles regeln können und so. Allerdings auch um Hilfe bitten können, wenn man merkt, dass man selber nicht mehr zurechtkommt. Und ja, das sind so die Hauptmerkmale, denke ich mal. Also ich mache es jetzt freie Schnauze, muss ich dazu sagen. Weil, wie gesagt, ich habe es jetzt nur geguckt und drehe ihn jetzt sofort einfach ab und sage euch jetzt einfach spontan meine Antworten, was mir jetzt spontan dazu einfällt. Zweitens, glauben, aber woran und wofür? Ich muss sagen, ich bin selber Katholikin. Also ich wurde katholisch erzogen, allerdings habe ich mich eher in der Schulzeit schon eher als Atheistin gesehen, da ich leider ein sehr, was heißt leider, also ich bin ein sehr wissenschaftlicher Mensch. Ich glaube eher an die Wissenschaft und an, ja, also ich erkläre mir eher, dass die Entstehung des Weltalls mit Urknall und solchen Dingen halt als ja einfach irgendeinem übermenschlichen Wesen, was dann da anfing, auf einmal irgendwie was zu bilden und zu machen und zu tun. Damit komme ich ehrlich gesagt nicht so klar. Allerdings gibt es halt auch Momente, wo ich sagen muss, dass so, viele wissen es ja, ich bin auf einer katholischen Mädchenschule gewesen. Da gab es alles von morgens früh immer beten bis zum, ja, in Religion immer vorm Unterricht beten, bis zu Messen, die wir immer selber gestaltet haben, jede Woche. Na, also da kommt schon irgendwie so in gewisser Hinsicht manchmal, in manchen Be gewissen Situationen meines Lebens, merke ich, dass da schon irgendwie so der Bezug zum Katholizismus heißt das so? Also zum katholischen Glauben halt, ja, sich so durchsetzt, sage ich jetzt mal so, wenn ich in einer schwierigen Situation bin oder es traurige Momente in meinem Leben gab, wo ich dann anfing, unbewusst zu beten. Ja, also wo ich schon merkte, dass ich, auch wenn es jetzt so vom Kopf her nicht Gott war, zu dem ich gesprochen habe, halt zu irgendeinem. Ja, ich weiß nicht, ich sträube mich irgendwie daran zu denken, dass es halt irgendwie gesagt einen diversen Gott gibt oder sowas. Ich habe zu, ja, weiß nicht, zu irgendeinem übermächtigen Wesen gesprochen. Weiß ich nicht, aber das ist halt so dieses, das ist das, was mich so ärgert, das ist dieses typische Menschliche, dass wir immer nur um uns, ja, was, ja, ich sag mal, nicht einreden, aber ja doch in gewisser Hinsicht schon. Nur weil wir uns gewisse Dinge nicht erklären können, müssen wir da uns irgendwie irgendein übermenschliches Wesen vorstellen, womit wir auf einmal unsere Fragen und unsere Existenz mit begründen. Weiß ich nicht, das ziehe ich alles halt in Zweifel. Das finde ich sehr, ja. Das ist so negativ menschlich halt einfach. Es ist menschlich. Menschen haben Makel, Menschen haben Fehler und ich finde irgendwie,
Also ich sehe das halt alles negativ. Ich finde, das gehört zu einem Fehler. Aus irgendeiner Laune heraus irgendwie zu sagen, ach Gott, wir müssen uns das irgendwie erklären, wo die Welt herkommt und alles Mögliche und da gibt jetzt das und das muss ja so sein und wie sollte es sonst sein? Und ich weiß nicht, ich bin da halt einfach zu wissenschaftlich für. Wie gesagt, ich glaube eher an Astrophysik als an irgendeine Religion. Ein Lehrer von mir hat mal selber sehr schön gesagt, er geht nur in die Kirche wegen Prestige und allem drumherum und sowas. Finde ich sehr gut, finde ich sehr passend, gerade was die katholische Kirche angeht. Es tut mir leid, wenn ich damit jetzt irgendwelchen Leuten na zu nahe trete. Ich meine, ich bin ja selber Katholikin, ne? Aber es ist ja wirklich so, wenn man sich die Geschichte der katholischen Kirche anguckt, dann gibt es, denke ich, einige Momente ja, in der Vergangenheit, wo man nicht so wirklich, wo, glaube ich, denke ich mal, selber die katholische Kirche nicht stolz auf sich ist. Ja. Und deswegen ziehe ich solche Sachen dann immer in Zweifel. Aber ist auch egal, bevor wir zu lange auf diesem Glaubens, da kann man sich tot diskutieren, gerade mit mir, weiß ich nicht so genau. Also ja, ich habe dazu meinen Senf abgegeben. Drittens, von allen Menschen, die ich persönlich kenne, bewundere ich. Also ich versuche das jetzt mal allgemein zu halten. Ich könnte jetzt auch eine direkte Person nennen, aber ja, ich mag Menschen oder ich bewundere Menschen, die sich ein Ziel setzen und diesen Weg gehen. Also die es schaffen, wirklich an ihren Zielen festzuhalten. Die es schaffen, auf andere Menschen oder auf mich beruhigend zu wirken. Also es gibt zum Beispiel ganz wenige Sachen, also wenige Menschen, die es schaffen, zum Beispiel mir, wenn ich irgendwelche Ängste habe, mir die wieder wegzunehmen. Es gibt zwar manche, mit denen ich dann reden kann und mit denen ich ja, mit denen ich halt ja meinen Frust so ablassen kann, mit denen ich darüber reden kann, aber es gibt wirklich sehr wenige Menschen oder wirklich nur einen Menschen, wo ich weiß, dass wenn da irgendwas ist, dass wenn ich da mal irgendwie Angst habe oder sowas, dass die mir komplett genommen wird. Also ich weiß auch nicht wieso. Also ohne irgendeine Begründung zu sagen, du hör mal, dein Problem löse ich jetzt so und so oder ich helfe dir jetzt so und so oder du musst das jetzt so und so machen. Sobald es heißt, das schaffen wir schon, das machen wir schon, dann geht es mir besser. Also ja, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären kann. Also vielleicht kennen das einige von euch. Wie gesagt, ich bewundere Menschen, die halt so eine Wirkung auf mich haben. Und dann halt auch, und das ist halt auch, sind dann halt auch solche Menschen, finde ich, die halt auch selber mit ihrem Leben besonders klarkommen, die ihre eigene Philosophie haben zum Leben. Und ja. Doch, ja. Viertens, was ist wirklich wichtig? Also ich finde, unter anderem an erster Stelle steht die Gesundheit. Die ist sehr, sehr wichtig. Finde ich, ohne die geht gar nichts. Also ich habe selber Angst, dass mir irgendwann mal was zustößt. Das war mir früher nie so bewusst. Das ist mir jetzt eher mehr so bewusst. Mein Vater hat damals schon immer gesagt, Leute, also zu meinem Bruder und mir, achtet auf eure Gesundheit und das ist das höchste Gut und sowas. Damals habe ich es nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Damals war mir das egal. Also ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin im Regen ständig rausgegangen, spazieren gegangen. Ich war auch, ich muss sagen, ich war früher sehr oft krank, leider, in der Schulzeit. Und ich weiß nicht, da war mir alles irgendwie so in puncto, ich meine, das hat mich schon genervt, aber irgendwie, weiß ich nicht, für mich war das nicht so das höchste Gut. Ich dachte immer so, es gibt andere Sachen im Leben, die wichtiger sind. Also mir waren damals andere Sachen wichtiger. Und jetzt sehe ich das halt anders. An erster Stelle steht schon irgendwie die Gesundheit. Weil ohne das, ich weiß nicht, also ich könnte auch nicht sagen, was passiert, wenn meinem Freund jetzt irgendwas zustoßen würde und der wäre jetzt irgendwie, jetzt mal im schlimmsten Fall irgendwie gelähmt oder was weiß ich nicht was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Also, ja, keine Ahnung. Ja,
Fünftens, ich würde alles noch einmal genauso machen, wirklich. Also, ich muss sagen, ich versuche wirklich darauf zu achten. Wie ich schon sagte, jeder Mensch hat Makel, jeder Mensch hat Fehler. Nur aus unseren Fehlern lernen wir. Jeder wird Fehler machen. Es gibt keinen Menschen, der keine macht. Kenne ich jedenfalls nicht. Oder beziehungsweise, so einen Menschen würde ich gar nicht kennenlernen wollen, um ehrlich zu sein. Bei wem ist das genauso? Bitte Hand heben. Also, so ein Mensch ist mir noch nie begegnet und na, wie Elizabeth Bennet so schön sagte, so eine Begegnung würde grauenhaft sein. Ja, deswegen, also jeder macht Fehler. Ich versuche natürlich so wenig wie möglich zu machen. Ich kenne Leute, die machen wirklich jeden Fehler, den man, die nehmen wirklich alles an Fehler mit, was man machen kann. Es gibt aber dann auch Leute, die machen wirklich nur einmal diesen Fehler. Also die machen denselben dann nicht nochmal, aber die müssen trotzdem die ganze Palette durch mitnehmen. Ja, da kenne ich so ein Exemplar. Und ja, deswegen, es heißt ja laut Theorien, dass laut Thesen heißt das ja, dass das Universum sich ausdehnt und dann wieder zusammenzieht zu wieder zum Urknall zusammen. Und sobald der Urknall ne, passiert, wird alles wieder von vorne beginnen. Das heißt, jeder Mensch wird wieder nochmal geboren werden und jeder wird dann wieder seine Fehler machen und das für den Rest, also für immer. Und da, wenn ich mir sowas vorstelle, da habe ich Angst vor. Ich habe Angst vor, noch größere Fehler zu begehen, als ich sie jetzt bisher schon gemacht habe und die dann immer, immer, immer wieder zu erleben. Oder zu wissen, dass ich sie später immer, immer wieder erlebe, auch wenn ich das dann nicht mehr weiß oder mich nicht mehr erinnern kann. Das ist ätzend, Leute. Also, ne? Seid alle schön bravartig und, weiß nicht, versucht nicht so viel Scheiße zu bauen. Sechstens, fünf Dinge. Bin ich da jetzt? Moment, ich muss gerade mal gucken hier. genau, sechstens. Fünf Dinge in deinem Leben, die du gerne noch machen möchtest. Oh Gott, fünf Dinge. Jetzt habe ich vorher nicht überlegt. Also auf jeden Fall möchte ich noch gerne alle, also am besten alles auf der Welt sehen. Also meine Lieblingsorte will ich auf jeden Fall noch kennenlernen, die ich noch nicht kenne. Ägypten, Japan, Neuseeland, Australien, also da ist eigentlich alles dabei. Man kann direkt die ganze Welt nehmen. Also ich würde gerne alles sehen. Ich würde zu gerne sehen, zu viel sehen. Ihr wisst ja auch, dass ich früher mal Astronautin werden wollte. Ich möchte am liebsten auch noch andere Welten sehen. Ich möchte alles erfahren, alles wissen, alles kennenlernen. Ja, dann, oh Gott. Fünf Dinge in deinem Leben, die du gerne noch machen möchtest. Gott, da fällt mir jetzt nicht so viel ein auf Anhieb. Hilfe. Ich wäre gerne mal bei einer Oscarverleihung eingeladen. Ja, doch. Das wäre nicht schlecht. Ja, ich glaube, das wird mir nie im Leben passieren. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Dann, ja, würde ich gerne, wenn ich ja das Geld hätte, würde ich gerne meinen Pilotenschein machen für also für sowohl Helikopter als auch für normale Standardmaschinen halt. Ich würde gerne noch meinen Tauchschein machen. Ich liebe Tauchen. Bo? Musst du mir so einen Schrecken einjagen, ey. Was noch? Ja, ich hätte gerne ein Ticket zu der ersten Reise ins Weltall, wo auch ja, Nicht-Astronauten eingeladen sind, also wo auch, ne, wo man sich den Flug so bestellen kann. Wie ein Ticket nach Hawaii. ja, sowas halt. Oh, mir fällt gerade sonst nichts anderes ein, sorry. Dann siebtens, bist du stolz auf dich?
Ich muss sagen, jetzt ja. Also mehr als ich es früher war, muss ich sagen. Früher kann ich nicht wirklich sagen, dass ich stolz auf mich war. Da ging es mir auch eher darum, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Und jetzt mehr. Doch, weil ich habe, wie gesagt, ich habe schon viele Fehler in meinem Leben gemacht. Und trotzdem würde ich eigentlich soweit nichts ändern wollen. Vielleicht manche Dinge, aber soweit weiß ich nicht, bin ich froh. Wie gesagt, jeder Mensch macht Fehler und aus den Fehlern lernt man. Und ich finde, selbst wenn manche Sachen auch einfach wehtun oder schmerzen, ich finde, also ich bin nicht die Person, die sagt, ich möchte jetzt, wenn die Möglichkeit bestände, dass man mal diese Teile meines Lebens ausradiert, damit ich die vergesse. Ich finde, man braucht diese Erinnerung und man braucht den Schmerz, der damit verbunden ist, einfach um zu wissen, wer man jetzt selber ist. Also ich wäre jetzt nicht die Person, die ich jetzt bin. Und ich mag mich eigentlich ganz gerne momentan so, wie ich bin, wenn ich nicht von diesen Erfahrungen wüsste. Ich finde, das macht uns Menschen auch aus. Und ich finde, dieser Schmerz ist zwar beschissen, aber er definiert, wer wir sind. Und es zeigt, dass wir immer noch Menschen aus Fleisch und Blut mit Gefühlen sind und dass wir wirklich leben. Und das ist mir auch wichtig. Und ich kann sagen, dass ich jetzt schon mehr stolz auf mich bin als zu damaligen Zeiten. Ja. Doch. Doch, ja. Weil früher fehlten mir ziemlich die Erfolgserlebnisse im Leben. Und oder wenn ich welche hatte, habe ich sie nicht zu würdigen gewusst oder wollte sie nicht wahrhaben, genauso wie ich damals auch keine Komplimente oder so wahrhaben wollte oder nicht geglaubt habe. Das ist jetzt anders, weil ich bin selber mit mir soweit, also jedenfalls mehr als damals, halt zufrieden. Ich mag mich momentan sehr gerne. So wie ich bin, auch mit vielleicht klar, also ich meine jetzt innerlich, äußerlich klar, könnte man immer noch, ne, muss ich auf jeden Fall noch was machen. Aber das weiß ich selber, aber ja, wie gesagt, ich weiß jetzt mehr, diese Erfolgserlebnisse zu würdigen und halte da auch mehr dran fest, wenn es mir mal nicht so gut geht oder sowas. Ich finde, das ist wichtig. Achtens, Freunde sind für mich sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich wüsste keinen Menschen, für den Freunde nicht wichtig wären. Zählen, sage ich jetzt mal so, für mich, sind für mich jetzt nicht vom Stellenwert höher als Familie, weil ich muss dazu sagen, dass ich so ein Typ bin, ich wünsche mir meine Familie auch als Freund. Allen voran natürlich mein Freund, mein Lebensgefährte. Ich möchte nicht nur, dass das mein Lebensgefährte ist und mein Liebhaber und ich möchte, dass das auch mein Freund ist, mein Kumpel, mit dem ich über alles reden kann. Ich möchte, dass er mehrere Personen in dem Sinne für mich in einem ist. Also er muss für mich mein Bruder sein, mein Ansprechpartner. Ja, also alles Mögliche halt, alles muss darin vereint sein und ich, ja, genauso wie ich finde, dass eigentlich meine Mutter auch meine beste Freundin sein sollte, was manchmal halt ein bisschen, nein, du musst nicht runterwerfen. Was vielleicht natürlich etwas schwieriger ist, weil klar, die Eltern sind die Eltern halt, ne, aber und bei manchen ist das vielleicht mehr der Fall, bei manchen eher weniger oder auch gar nicht. Aber wie gesagt, und also richtigen Freunde, meine normalen Freunde, sind mir natürlich auch unheimlich wichtig. Haltet daran fest, haltet an euren Freunden fest und seht zu, dass nichts zwischen euch und euren Freunden kommt. Also echt nicht. Das ist so wichtig für euch und euer Leben. Ja, doch. Neuntens, von all deinem Kram, den du hast, welchen nicht lebenden Besitz würdest du aus den Flammen retten? Also, um ehrlich zu sein, um das mal kurz und knapp zu halten, ich habe mir die Situation gerade vorgestellt. Also, ich glaube, ich würde, ja,
Ich glaube, wenn es brennen würde, würde ich einfach rausstürmen und mir meine Katzen krallen und raus. Aber wenn ich wirklich noch den Moment hätte zu überlegen, Moment mal, was nehme ich mit, wäre das, glaube ich, meine Handtasche. Klar würde ich alles gerne hier retten. Wenn irgendwas davon wegkommen würde oder verbrennen würde, das würde mir unendlich wehtun. Aber wie gesagt, das ist ja natürlich nicht möglich, ne? Aber wenn ich, wie gesagt, den Moment noch hätte und würde denken, boah, scheiße, was nimmst du noch eben schnell hier mit, ne? Abgesehen von meinen Katzen, die ich ja schon hier hätte, ne? Dann würde ich mit meinen Zähnen mir noch schnell meine Handtasche krallen, weil da ist soweit nämlich alles drin, was mich ausmacht. Also mein zuletzt gelesenes Buch, was ich drin habe, mein Portemonnaie, meine Dokumente, meine ganzen Sachen. Ich wäre ja sonst dokumentenlos. Mich würde es ja sonst gar nicht geben in dem Sinne. Und mein Handy, gut, das würde ich auch noch, das ist nicht in meiner Handtasche drin, da würde ich auch noch gucken, vielleicht, dass ich mir das schnappe oder sowas. Na, aber wie gesagt, da ist halt so alles Wichtige für mich drin. Da ist halt auch noch ein bisschen wenigstens Schminke drin oder sowas. Vielleicht, also der Großteil würde hier verbrutzeln, aber ich hätte wenigstens den wichtigsten Teil, so das alltägliche Make-up, was ich benutze, das hätte ich wenigstens noch dabei, sage ich jetzt mal so. Klingt zwar jetzt komisch, dass ich mir dann gerade darüber Sorgen mache, aber wie gesagt, also das Wichtigste sind eigentlich so die persönlichen Dokumente, die da halt drin sind. Na, doch, ich glaube, das wäre so das, was ich mir noch schnell krallen würde. Zehntens, wenn du einen egoistischen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ja, egoistischer Wunsch. Gut, wenn es jetzt ein wundermäßiger Wunsch wäre, also ein Genie-Wunsch, dann würde ich sagen, mach mich dünner. Ja, das hat aber nichts mit ja, einem egoistischen Wunsch zu tun. Das wäre ja eher so was Hirnspinnermäßiges, weil das ist klar, dass das nicht geht. Egoistischer Wunsch, ja. Also, wenn ich mir da was überlegen würde, dann würde ich, denke ich, auf jeden Fall sagen, ja, finanziell unabhängig zu sein. Also richtig finanziell unabhängig. Geld zu haben. Jetzt nicht zu viel Geld, aber jedenfalls so viel Geld, dass man ja, sich keine Sorgen machen braucht. Ja. Doch, das wäre mir wichtig. Aber eben halt auch nicht zu viel Geld. Arbeiten würde ich, denke ich, dann auch noch und doch arbeiten, ja, weil ich muss immer eine Beschäftigung haben, Leute. Das ist wichtig. Ihr müsst im Leben was machen, ihr müsst im Leben, also ich weiß ich nicht, mir tun die Schweine leid, die irgendwie im Lotto gewinnen und dann auf einmal auch aufgrund, klar, die es halt erfahren und dann halt auf einmal betteln kommen oder sowas. Irgendwann kann man wahrscheinlich aus diesen Gründen, nicht weil man vielleicht gar nicht mehr arbeiten will, dann weil man sich sagt, oh, ich habe ja jetzt genug Geld, ich will jetzt gar nicht mehr arbeiten, sondern es gibt ja Leute, die dann immer noch sagen, nee, ich möchte eigentlich schon gerne arbeiten, weil ich immer noch irgendwas zu tun haben möchte. Das ist schon wichtig. Manchen bleibt da halt, wie gesagt, nichts anderes übrig. Aber wenn ihr das machen könnt, dann macht das, Leute, weil, weiß ich nicht. Also ich finde es wichtig, immer eine Beschäftigung zu haben, zu merken, dass man selber seinen Teil irgendwo in der Gesellschaft beiträgt, sodass man selber halt auch, wie gesagt, seine Erfolgserlebnisse hat, sich selber mehr wert ist. Seid euch selber viel wert. Seid euch das einfach. Das ist so wichtig. Ich sehe das an so vielen Leuten, die sich das nicht sind und die sich so viel kaputt gemacht haben. Ja. Wie gesagt, schweres Thema, aber ich habe versucht, so ehrlich wie möglich zu sein. Und ja, ich muss auch ehrlich gestehen, ich tagge jetzt niemanden Bestimmtes. Wer mitmachen möchte, macht mit. Ich fand ihn sehr interessant, aber halt auch zu persönlich. Deswegen möchte ich jetzt nicht irgendwie einen bestimmten taggen, der sich dann irgendwie verpflichtet fühlt, das zu machen. Ich meine, gut, keine Panik, Ruby. Ich habe mich jetzt nicht verpflichtet gefühlt oder sowas. Also ich fand ihn schon sehr interessant. Nur ich persönlich finde halt, dass um andere Leute damit zu taggen, ist es halt schon echt, ja, zu sehr auf einen selber halt zugeschnitten und sehr persönlich.
Und ja, also, und da möchte ich halt keinen irgendwie daran binden, dass er sich da genötigt fühlt, in Anführungsstrichen, das beantworten zu müssen oder sowas. Deswegen, wer mitmachen will, macht mit. Ich würde mich da, also ich finde es schon ganz interessant, das zu erfahren. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, das Wichtigste von allem, bleibt euch selbst treu. Ciao.